Der öffentliche Dienst kennt kein Hitzefrei. Mit kühlem Kopf verrichten Klaus und Joachim ihre Aufgaben. Würden Sie das mal bitte einstellen? Was stopfen? Was findet hier gerade statt? Das ist frauenverachtend, das muss man verhüllen. Richtig. Was musste? Die hat doch einen Laken unten rum. Ja, aber nicht oben rum. Und hier auch oben rum. Ja, warum malen Sie denn das Gesicht an? Ja, ich war ja noch nicht fertig. Da kam ja Sie. Das ah, Sie waren noch nicht fertig. Ja. Die Damen waren noch nicht fertig. Genau. Ich meine, aber was hat das jetzt für, Sie haben für einen Sinn? Nichts Besseres zu tun, als Ihre alte Farbe hier irgendwie. Die beiden Ordnungshüter sehen sich mit einer feministisch motivierten Protestaktion konfrontiert. Nach Auskunft dieser Bürgerinnen ist die sexistische Vermarktung des weiblichen Körpers das Ziel ihrer Kritik. Niemand findet sowas frauenfeindlich. Schauen Sie sich doch mal an, diese Frau, die wird das bestimmt nicht freiwillig machen. Das ist ja, die sieht aber nicht aus, als würde die das unfreiwillig machen. Der hohen Empörungsbereitschaft dieser Frauen treten die Ordnungshüter deeskalierend entgegen. Sie lassen sich auf eine Diskussion ein. Kritisch setzen sie sich mit dem Frauenbild in der Werbung auseinander. Egal, also Sie könnten jetzt eine Beschwerde einreichen beim Werberat oder... Bei Ihnen beschweren hier. Nö, da haben wir nicht. Von uns kriegen Sie jetzt ein Knöllchen über 50 Euro. Und wenn Sie damit nicht zufrieden sind, können Sie sich bei unserem Chef beschweren. Die Telefonnummer steht hinten drauf. 50 Euro für Feministinnen. Ja, und jetzt mal grundsätzlich hier mit den Nackten hier. Also ich meine... Donald Duck ist untenrum nackt. Die Guleo, das WM-Maskottchen, ist untenrum nackt. King Kong rennt den ganzen Tag nackt rum. Sie wollen doch jetzt nicht irgendwelche Tiere mit Frauen vergleichen. Den Argumenten der Ordnungshüter gegenüber zeigen sich die Frauenrechtlerinnen verschlossen. Klaus bleibt nichts anderes übrig, als die feindseligen Frauen mit der strengen Hand des Gesetzes zur Vernunft zu bringen. Ich meine, ich komme doch jetzt auch nicht mehr. Geben Sie mir mal einen Pinsel. Geben Sie mir das Tatwerkzeug hier mal her. Also grundsätzlich gesehen, wenn mir Ihre Brüste nicht gefallen, komme ich ja auch nicht an und fange an, Ihren Ausschnitt dazu zu machen. Ja, sehen Sie, und genau, Sie wollen das nicht. Und die Leute, die Geld dafür bezahlt haben, dass diese wunderbaren Damen hier Werbung für ihre Produkte machen, die wollen das auch nicht. Also hier ist jetzt das Knöllchen. Bitte nehmen Sie jetzt das Knöllchen. Jetzt. Ja, das ist Ihre Sicht der Dinge. Das können Sie ja dann, also wir können das auch ein bisschen weiter treiben. Sie erklären es dem Richter. Und jetzt mal Täschchen nehmen und dann aber hier Abschiebemann und Söhne. Mit der Autorität Ihres Amtes bringen die erfahrenen Ordnungshüter Gleichberechtigung und öffentliche Ordnung rasch wieder in Einklang. Sie waren noch hier unverschämt mit der Pinselei. Alles wunderbar, das Wetter ist schön, wir freuen uns. Tschüss. Der Ursprung von so einem Akt, das muss ja irgendwo liegen, das muss ja irgendwo herkommen. Naja, ich weiß nicht, ob das bei Adam und Eva wurzelt. Nee, wenn man so unästhetisch aussieht, dann macht man so einen Quatsch. So sieht's aus. Können nicht alle so Astralleiber haben wie wir.